In diesem Video wollen wir eine weitere einfache Maschine kennenlernen und diesmal handelt es sich um die sogenannte schiefe Ebene. Wir betrachten folgende Alltagssituation. Ein Kinderwagen soll über eine Rampe geschoben werden. Dabei wird eine Höhe von 1 Meter überwunden und die Rampe hat eine Länge von 5 Metern. Und mit der Länge der Rampe betrachten wir, also meinen wir diese Strecke hier. Wenn man so sagen möchte, sagen wir, das ist eine Diagonale im Raum. Der Kinderwagen soll eine Masse von 20 Kilogramm haben. Wir notieren erstmal Folgendes. An vielen Stellen werden neben Treppen Rollstuhlrampen angebracht, damit Höhenunterschiede von Rollstühlen, Fahrrädern, Kinderwagen etc. überwunden werden können. So, jetzt tauchen wir etwas tiefer in die Materie ein und betrachten das Ganze aus der physikalischen Sicht. Um den Höhenunterschied zu überwinden, muss folgende Hubarbeit verrichtet werden. Groß W ist gleich Fg mal H und das ist das gleiche wie M mal G mal H. Also wir sind jetzt hier bei dieser Formel. Die Arbeit, die zu verrichten ist, ist natürlich die Schwerkraft mal die Höhe, die zu überwinden ist. Und die Schwerkraft können wir berechnen, indem wir die Masse, in diesem Fall die Masse des Kinderwagens, mit dem Ortsfaktor g multiplizieren. Und dann brauchen wir natürlich die Strecke und die Strecke ist hier die Höhe. Aus physikalischer Sicht handelt es sich bei der Rampe um die sogenannte schiefe Ebene. Also die schiefe Ebene ist nichts anderes als dieses Stück hier. Und das ist das, was uns heute am meisten interessiert. Diese einfache Maschine verringert den benötigten Kraftaufwand, indem die zu zurückliegende Strecke verlängert wird. Es gilt, Fg mal H ist das gleiche wie Fh mal S und dabei ist Fh die sogenannte Hangabtriebskraft. Also nochmal, möchten wir diesen Wagen anheben, mussten wir über die Strecke von 1 Meter die Schwerkraft überwinden. Dadurch, dass wir die einfache Maschine namens schiefe Ebene verwenden, können wir den Kraftaufwand sparen. Womit wir zahlen, ist natürlich die Strecke. Die Strecke hier beträgt 5 Meter und die Hangabtriebskraft ist eine Kraft, die parallel zu dieser Strecke verläuft und die muss natürlich etwas geringer sein als die Schwerkraft, damit wir am Ende nach dieser Gleichung auf die gleiche Arbeit kommen. An dieser Stelle sollte uns aber klar sein, dass wir eine grobe Vereinfachung machen. Diese Formel gilt nur dann, wenn wir die Reibung vernachlässigen, also merken wir das an. Hier wird die Reibung vernachlässigt. Aus rechnerischer Sicht ist diese Formel alles, was wir die schiefe Ebene wissen müssen. Was ich mit euch aber machen möchte, ist eine geometrische Betrachtung dieser Situation, sodass wir diese Hangabtriebskraft vernünftig anzeichnen. Nun reduzieren wir die ganze Situation aus geometrischer Sicht auf das Wesentliche und zeichnen die schiefe Ebene als ein rechtwinkliges Dreieck. Dabei ist einer der Katheten die Höhe, die zu überwinden ist, und die Hypotenuse ist die Länge der schiefen Ebene und diese Strecke, die Strecke S, ist die Strecke, die wir zurücklegen müssen, um eine Masse auf die Höhe H zu bringen. Die Masse, an der die Arbeit verrichtet werden soll, zeichnen wir hier als ein Rechteck und dann notieren wir noch die Winkel, die in dem Dreieck sich befinden. Wir haben einmal den Winkel Beta und den rechten Winkel hier und den Winkel hier nennen wir Winkel Alpha. Als nächstes schauen wir uns die Schwerkraft an. Was wissen wir über die Schwerkraft? Die muss natürlich parallel zu der Höhe verlaufen und zeigt dann zum Erdmittelpunkt, also wird sie jetzt nach unten gehen und wir starten den Pfeil der Schwerkraft in dem Schwerpunkt unserer Masse. Und dabei ist es im Prinzip egal, wie lang dieser Pfeil ist. Wir setzen damit sozusagen einen Maßstab dafür, was ein Newton in dieser Zeichnung ist. Also je nachdem, wie wir diese Länge gewählt haben, wird sich die Länge des Pfeils der Hangabtriebskraft verändern.
So, über die Hangabtriebskraft wissen wir erstmal nicht viel. Die einzige Information, die wir an dieser Stelle eigentlich haben, ist, die muss irgendwie parallel zu dieser Hypotenuse verlaufen, weil das ist jetzt die Strecke. Entlang dieser Strecke wird unsere Arbeit verrichtet. Also muss es eine Kraft geben, die parallel dazu verläuft. Und dazu zeichnen wir jetzt eine Hilfslinie bzw. einen Hilfsstrahl. Wir starten hier im Schwerpunkt der Masse und zeichnen einen türkisen Strahl. Also entlang von diesem Strahl muss die Hangabtriebskraft liegen. Die einzige Frage, die wir jetzt beantworten müssen, ist, wie lang ist dieser Pfeil? Man könnte es natürlich mit der Formel aus der Folie davor berechnen, aber ich möchte es mit euch konstruieren bzw. euch zeigen, dass eine Idee die richtige Vorgehensweise an dieser Stelle ist. Wir machen nämlich Folgendes: Wir starten hier an der Spitze des Pfeils FG und zeichnen eine Gerade, die senkrecht zu diesem türkisen Strahl verläuft. So, das mache ich jetzt hier in so ein lila bzw. Magenta Farbe. So, hier haben wir den rechten Winkel und ich behaupte, dass diese Strecke von da nach da der Intensität der Hangabtriebskraft entspricht. Also, dass wenn wir jetzt von diesem Punkt, von dem Schwerpunkt der Masse bis zu dem Schnittpunkt dieser beiden Geraden, dass das hier die Hangabtriebskraft ist. Und was wir jetzt an dieser Stelle üben werden, ist, wie kann man das beweisen? Und der Beweis ist eigentlich dann gegeben, wenn wir Folgendes zeigen. Wenn wir zeigen, dass die Winkel hier entsprechend Beta und Alpha sind. Also fangen wir damit an, was wir auf jeden Fall wissen. Es gilt, die Höhe ist parallel zu der Schwerkraft und die Länge bzw. die Strecke, die wir zurücklegen, ist parallel zu der Hangabtriebskraft. Aus dieser Beziehung folgt dann aber auch direkt, dass dieser Winkel hier, Beta, und der Winkel hier, Beta, tatsächlich gleich sein müssen, weil diese Strecke parallel zu der Strecke hier ist und die Strecke S ist parallel zu der Kraft FH. Also muss dieser Winkel zwischen der Strecke S und der Strecke H der gleiche Winkel sein wie der Winkel zwischen FG und FH. Notieren wir das Ganze. Damit sind die Winkel zwischen FG und FH. So schreibt man das in der Mathematik, falls ihr das nicht kennt. Das ist jetzt ein Symbol eines Winkels. Und in Klammern kommen zwei Objekte, zwischen denen dieser Winkel gebildet wird. Also diese Schreibweise bedeutet Winkel zwischen FG und FH. Da ist FH. Da ist FG, also der Winkel hier dazwischen. Und der Winkel zwischen H und S, wieder diese Schreibweise, Winkelsymbol in Klammern ein Objekt und das zweite Objekt. H haben wir dort, S haben wir dort, also da ist der Winkel. Und die sollen gleich groß sein, beziehungsweise das sind sie ja aufgrund dieser Beziehung der beiden Parallelitäten. Und dann kann man den beiden Winkeln einen Namen geben, da sie ja gleich sind. Und man kann es auch kurz hinschreiben, die sind ja gleich. Und mit dem zweiten Gleichheitszeichen gebe ich dem Winkel einen Namen und nenne diesen Winkel Beta. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Wir wissen, dieser Winkel und der Winkel hier sind gleich. Und was noch zu zeigen ist, dass hier den rechten Winkel zu wählen und hier den Winkel Alpha zu wählen eine vernünftige Idee ist, sodass die Länge der Strecke FH der Gleichung genügt, die wir an der Folie davor gesehen haben. So, notieren wir also noch kurz die Gleichung. Außerdem gilt FG mal H ist gleich FH mal S.
und das folgt direkt aus der Definition der Arbeit. Fg mal h, das ist die Hubarbeit. Wenn wir die Masse über die Höhe s anheben wollen, müssen wir die Arbeit Fg mal h verrichten und die muss der Arbeit entsprechen, die Strecke s multipliziert mit der Hangabtriebskraft Fh. Diese Formel hier möchte ich aber kurz umformen, damit sie besser zu den Strahlensätzen passt, die wir gleich bei der Begründung verwenden werden. Deshalb, außerdem gilt Fg ist gleich Fg mal h ist gleich Fh mal s und damit Fg durch s ist gleich Fh durch h. Ja, was ist passiert? Wir haben beide Seiten der Gleichung einmal durch s geteilt. Damit ist s auf der rechten Seite weg und kommt in dem Nenner auf der linken Seite. Und dann teilen wir das Ganze nochmal durch h. Damit verschwindet das h auf der linken Seite und taucht auf der rechten Seite im Nenner auf. So, nun kommt eine weitere Skizze. Ich nehme die Strecken fg und fh und entwickle Beta dazwischen. So, also die rote Strecke entspricht der Strecke fg und entsprechend die blaue Strecke der Strecke fh, damit die Farbkodierung zu dieser Situation passt. Dann in Magenta diese Strecke hier von der einen Pfeilspitze zu der anderen Pfeilspitze, die möchte ich einmal x nennen. Als nächstes möchte ich noch die Strecken s und h ins Spiel bringen und was wir wissen, zwischen den beiden Strecken herrscht der gleiche Winkel, also kann ich die Strecken fg und h und fh entsprechend verlängern und dann kann ich in das gleiche Bild die Strecke h und die Strecke s zeichnen. Dabei drehe ich das Bild so ein bisschen und ich verlängere die Strecke fg zu der Strecke s und die Strecke fh verlängere ich zu der Strecke h. So, das darf ich machen, weil der Winkel zwischen fg und fh der gleiche Winkel ist wie zwischen der Strecke s und der Strecke h. So, dann kann man jetzt die Enden der beiden Strecken miteinander verbinden. Die sind ja senkrecht zueinander, weil das Dreieck hier an sich das gleiche ist wie das da, nur etwas gedreht. Also dort haben wir einen rechten Winkel und diese Strecke hier, die zweite Kathete, die hier noch keinen Namen hat, die nennen wir y. Wenn wir dieses Bild jetzt ganz genau betrachten, sieht das schon nach einem Strahlensatz aus. Wir haben jetzt ein Teilstück und ein Teilstück hier, beziehungsweise zwei Strahlen, die von zwei Geraden geschnitten werden. Und was wir wissen ist, die Strecke fh durch die Strecke h entspricht der Strecke fg geteilt durch die Strecke s. Und das ist sozusagen die Aussage des Strahlensatzes. Und den Strahlensatz kann man umkehren. Und das bedeutet, da wir jetzt wissen, dass diese Proportionen so stimmen, also fh durch h ist das gleiche wie fg durch s, daraus bedeutet, dass die Strecke y und die Strecke x parallel zueinander sind. Also wegen der Umkehrung des Strahlensatzes sind die Strecken x und y parallel zueinander. Und das hat eine sehr tolle Eigenschaft. Wenn diese beiden Strecken parallel zueinander sind, ist auch diese Strecke hier, ist auch dieser Winkel hier der rechte Winkel. Also damit steht die Strecke x senkrecht zu der Strecke fh. Das ist also der rechte Winkel. Und da die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad ergibt, muss dieser Winkel hier Alpha sein, sonst geht das Ganze nicht auf. Und das bedeutet, dass wenn die beiden, also wenn die Strecke h parallel zu der Kraft fg und die Strecke s parallel zu der Strecke fh ist und gleichzeitig diese Gleichung gilt, muss diese Konstruktion richtig sein.
So, nun schauen wir uns an, wie man die Hankabtriebskraft konstruiert, also die Konstruktion der Hankabtriebskraft. So, wir haben jetzt hier eine schiefe Ebene in Form eines rechtwinkligen Dreiecks. Dort befindet sich der rechte Winkel. Und jetzt habe ich hier die Masse als ein Rechteck. Und hier habe ich den Schwerpunkt von dem Rechteck schon angezeichnet. Wie habe ich das gemacht? Das ist der Schnittpunkt der Diagonalen von dem Rechteck. Da, wo sich die Diagonalen schneiden, liegt auch der Schwerpunkt von diesem Rechteck. Und von da aus werden wir die Schwerkraft und die Hankabtriebskraft zeichnen. Der erste Schritt der Konstruktion lautet: Zeichne die Schwerkraft Fg parallel zu der Höhe Fh mit dem Pfeilfuß im Körperschwerpunkt. Dazu verwenden wir ein Geodreieck und verwenden natürlich die Hilfslinien, die sich auf dem Geodreieck befinden. Das sind natürlich die Linien hier, die sind alle parallel zueinander und wir orientieren uns hier an der Hypotenuse H in unserem rechtwinkligen Dreieck und legen es so, dass die Grundlinie des Geodreieckes so liegt, dass wir hier dass wir eine Gerade zeichnen können, die durch den Schwerpunkt geht. Okay. Von da aus zeichnen wir die Schwerkraft und auch hier, also wenn wir jetzt keine Maßstäbe haben, gilt, wir dürfen selber entscheiden, wie lang diese Strecke ist. So, am Ende der Strecke zeichnen wir eine Pfeilspitze und können direkt unser Pfeil als FG beschriften. Der nächste Schritt ist, zeichne eine Gerade durch den Körperschwerpunkt, die parallel zu S verläuft. S ist die Hypotenuse, also müssen wir jetzt eine Parallele zeichnen dazu, die durch den Schwerpunkt unserer Masse verläuft und auch hier verwenden wir das Geodreieck und unsere Hilfslinien. So, diese Strecke würde ich nur ganz leicht anzeichnen, weil die jetzt nicht die wesentliche ist. So, jetzt kommen wir zu dem weiteren Schritt. Zeichne eine Gerade durch die Spitze des Pfeiles FG, die senkrecht zu S ist. Also S ist jetzt die Hypotenuse. Wir brauchen jetzt eine Gerade, die durch die Spitze des Pfeiles FG verläuft und senkrecht zu S ist. Das heißt, wir legen unser Geodreieck so, dass der rechte Winkel auf der Hypotenuse S liegt. Und dann bewegen wir unser Geodreieck so, dass die Grundlinie durch die Spitze des Pfeilers FG verläuft. So, und auch diese Linie würde ich nur ganz leicht anzeichnen. Es geht ja nur um den Schnittpunkt der beiden Geraden. Und jetzt kommen wir zu dem weiteren Schritt. Zeichne den Pfeil FH, FH ist die Hankabtriebskraft, mit dem Pfeilfuß in dem Körperschwerpunkt und der Pfeilspitze im Schnittpunkt beider Geraden. Also ein Pfeil beginnend in dem Schwerpunkt bis zu dem Schnittpunkt beider Geraden. Und auch hier bietet es sich an, natürlich das Geodreieck zu nehmen. So, damit erhalten wir unsere Hankabtriebskraft und dürfen sie entsprechend beschriften. Üblicherweise ist die Beschriftung dann F-Index H. Nun wissen wir, wie man die Hankabtriebskraft konstruiert
Und was wir jetzt machen wollen ist, wie berechnet man diese? Machen wir jetzt einfach ein Beispiel und nehmen einfach das, womit wir angefangen haben. Also eine Rampe mit dem Kinderwagen. Die Höhe, die zu überwinden ist, beträgt 5 Meter. Die Länge der Rampe, also die Länge der schiefen Ebene, sind 5 Meter. Und die Masse des Kinderwagens sind 20 Kilogramm. So, gegeben ist also die Höhe h, die Strecke s und die Masse m mit 20 Kilogramm. Und die Strecke s war 5 Meter lang. Gesucht ist an dieser Stelle die Hangabtriebskraft Fh. So, die Rechnung starten wir folgend. Wir setzen einfach die Hubarbeit gleich dem Produkt der Hangabtriebskraft mal Strecke. So, jetzt schauen wir uns die Gleichung genau an. Wir möchten die Hangabtriebskraft Fh berechnen. Und die steht jetzt auf der rechten Seite. Wir lassen die auch dort. Was uns an dieser Seite hier stört, ist S. Deshalb teilen wir beide Seiten der Gleichung durch die Strecke S durch und bekommen die Hangabtriebskraft ist gleich die Schwerkraft Fg mal die Höhe geteilt durch S. So, nun müssen wir die Schwerkraft Fg irgendwie berechnen. Das ist natürlich die Masse mal den Ortsfaktor. Mal die Höhe durch S, das ist einfach das von hier übernommen, ist gleich die Hangabtriebskraft. Und an dieser Stelle können wir jetzt alle Zahlen einsetzen, weil alle bereits bekannt sind. Also die Masse sind 20 Kilogramm, den Ortsfaktor runde ich auf zu 10 Newton pro Kilogramm, die Höhe ist 1 Meter, die Strecke 5 Meter. So, wir haben jetzt hier Kilogramm in Zeller, Kilogramm in Nenner, das können wir jetzt kürzen. Und dort haben wir Meter im Nenner und Meter im Zeller und Meter in Nenner, auch das können wir kürzen. So, an dieser Stelle sollte ich vielleicht nochmal sagen, das ist ein beliebter Fehler, nämlich das kleine m, wo wir jetzt mit Symbolen arbeiten, dieses m steht für die Masse, das m hier, wo wir jetzt mit konkreten Zahlenwerten rechnen, dieses kleine m ist die Einheit der Länge, also ein Meter. Also dieses m und dieses m ist natürlich nicht das gleiche. Ich sage jetzt hier ganz deutlich, weil es immer wieder zu Fehlern führt. So, jetzt könnten wir das eigentlich alles schon ausrechnen. Ich mache aber einen kurzen Zwischenschritt. Wir haben also die 200 Newton, also 20 mal 10 Newton sind 200 Newton, mal ein Fünftel, 1 durch 5, ein Fünftel. Warum habe ich das gemacht? Damit wir jetzt hier einmal was sehen. Also das hier, diese 200 Newton, das ist die eigentliche Schwerkraft. 20 Kilogramm mal 10 Newton pro Kilogramm, also das ist die Kraft, die wir überwinden müssten, wenn wir den Kinderwagen einfach nur anheben wollten. Der Vorteil wäre, anheben, da mussten wir nur eine Strecke von einem Meter überwinden. Und wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, bekommen wir die Hangabtriebskraft, also die Kraft, die wir überwinden müssen, wenn wir uns entlang der schiefen Ebene bewegen. Und dann kommen wir auf eine Kraft von 40 Newton, also von einem Fünftel der ursprünglichen Schwerkraft. Ja, wir haben jetzt nur ein Fünftel der Kraft, die wir überwinden müssen. Damit ist aber die Strecke fünfmal so lang geworden. In den meisten Fällen lohnt sich das auch, die Strecke zu verlängern und die Kraft zu sparen. Deshalb werden schiefe Ebenen sehr oft eingesetzt.